A, B, C, D, E, F, G. Ja, ich kann buchstabieren, aber darum geht's heute überhaupt gar nicht. Auf diesem Kanal gab es schon Ewigkeiten kein Blueser Studio erklärt Video mehr. Der ein oder andere von euch ist beim Warten auf ein neues Video bestimmt schon ziemlich alt geworden. Deshalb ist es höchste Eisenbahn für ein neues Video und aus gegebenen Anlass habe ich auch ein besonderes Thema ausgewählt, was mich auch selbst sehr interessiert hat. Jeder von euch zu Hause hat mindestens einen Verstärker und jeder, der sich da ein bisschen mit befasst hat und mal so nach technischen Daten von Verstärkern geschaut hat, der stößt immer schnell auf verschiedene Klassifizierungen. Klasse A, Klasse B, Klasse A, B, Verstärker und so weiter. Aber was heißt das überhaupt? Ich wurde nämlich mal gefragt, ob ein Klasse A-Verstärker besser ist als ein Klasse AB-Verstärker und ob ein Klasse D-Verstärker ein Digitalverstärker ist, weil man das häufig im Internet liest. Ich bin Jochen vom Blueser Studio und wir schauen uns heute mal an, wie so ein Verstärker aufgebaut ist, wie so ein Verstärker funktioniert und was da die unterschiedlichen Klassen sind. Also, dranbleiben! Hallo liebe Freunde des guten Tons und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem heutigen Video geht es um das Thema Verstärker und ich werde das Ganze am Beispiel des Transistorverstärkers erklären. Den Transistorverstärker findet man ziemlich häufig, das ist so mit die verbreitetste Art von Verstärkern. Daneben gibt es aber noch eine ganze Vielzahl von anderen Methoden. Die zweithäufigste Form von Verstärkern sind die sogenannten Röhrenverstärkern, wo dann eben entsprechende Röhrenbauteile zum Einsatz kommen. Falls euch das Thema interessiert, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, dann würde ich dazu ein extra Video machen. Der Transistor ist schon so komplex, dass es in den Rahmen sprengen würde, wenn ich jetzt auch noch auf die Röhre drauf eingehen würde. Du siehst ja, wie lange das Video jetzt schon geht. Zuerst einmal müssen wir klären, was wir mit dem Verstärker eigentlich machen wollen. Der Verstärker verstärkt die Wechselspannung unseres Ausgangssignals. Also zum Beispiel ist unser Ausgangssignal ein Mikrofonsignal, dann verstärkt es unser Mikrofonsignal als Mikrofonvorverstärker zum Beispiel. Oder ein Verstärker könnte einen Line-Pegel auf einen Lautsprecherpegel verstärken für den Lautsprecherverstärker. Ein Verstärker ist aber auch eingebaut bei Kompressoren als Make-up-Gain, bei Equalizern und so weiter. Verstärker begegnen uns überall. Um die Verstärkung zu realisieren, brauchen wir eine Spannungsversorgung. Und an dieser Stelle wird der ein oder andere Zuschauer jetzt vielleicht denken, Moment einmal. Im Physikunterricht der Mittelstufe hat man das ohmische Gesetz kennengelernt. Und wenn man da die Spannung erhöhen wollte, musste man einfach nur den Widerstand erhöhen. Dazu braucht man ja eigentlich keine Spannungsversorgung, oder? Bei der Wechselspannung wäre dann statt Widerstand einfach die Impedanz, die man erhöhen müsste. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn nicht nur die Erhöhung der Spannung ist hier essentiell wichtig, sondern auch die Erhöhung der Stromstärke, die ist vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Wir sprechen deshalb von einem Leistungsverstärker. Unser Audiosignal ist im Grunde genommen ja nichts anderes als eine Wechselspannung mit komplexer Elongation, also komplexer Auslenkung. Dieses Signal gilt es zu verstärken. Und wie machen wir das am einfachsten? Wir benötigen durch unsere externe Spannungsversorgung erstmal eine Gleichspannung. Wenn wir unseren Verstärker mit einem Akku betreiben können, dann bekommen wir von dem Akku bereits eine Gleichspannung angeliefert. Ist unsere externe Stromquelle das Stromnetz, dann bekommen wir eine hohe Wechselspannung angeliefert, die aufgrund des Trafos dann zu einer Gleichspannung umtransformiert wird. Unsere externe Gleichspannung ist dann bereits durch entsprechende Schaltung schon in der Spannung und Stromstärke, die wir auch gerne von unserem Audiosignal hätten. Nur leider haben wir eine Gleichspannung und keine komplexe Wellenform. Die komplexe Elongation, also Auslenkung der Wellenform, müsste jetzt nur noch auf diese Gleichspannung drauf moduliert werden. Aber wie funktioniert das? Eine Möglichkeit, so eine Gleichspannung entsprechend zu modulieren, bietet der Transistor. Und um zu erklären, wie ein Transistor funktioniert, müssen wir tief in die Elektrotechnik eintauchen. In der Elektrotechnik lassen sich Materialien in drei verschiedene Kategorien einteilen. In Leiter,
Nichtleiter und Halbleiter. Aber wo ist der Unterschied? Leiter sind schnell erklärt. Sie leiten Strom. Das liegt an dem Aufbau ihrer Atome. Wer sich ein bisschen mit dem Aufbau von Atomen auseinandergesetzt hat, zum Beispiel im Chemieunterricht und dieses Schalenmodell kennt, der weiß, dass ein Atom auch ein Leitungsband und ein Valenzband besitzt. Und auf diesem Valenzband befinden sich die Elektronen, also die negativen Teilchen. Und wenn es keinen großen Energieunterschied zwischen Valenzband und Leitungsband gibt, dann haben wir freie Elektronen, die für den Stromfluss verwendet werden können. Das ist zum Beispiel der Fall bei Kupfer oder Aluminium in ihrer reinsten Form. Bei Nichtleitern ist der Energieunterschied zwischen Valenzband und Leitungsband enorm groß. Das kommt gerade bei Verbundstoffen wie Glas und Keramik vor. Ja, und dann gibt es noch die Halbleiter. Halbleiter sind in erster Linie erstmal Nichtleiter. Es gibt also einen Energieunterschied zwischen Valenzband und Leitungsband. Aber dieser Energieunterschied ist nicht so groß. Ja, und deshalb wird schon bereits bei niedriger Energiezufuhr ein Halbleiter sozusagen vom Nichtleiter zum Leiter. Reine Halbleiter sind zum Beispiel Germanium oder Silizium, wobei Germanium der bessere Halbleiter ist, weil er schon bei weniger Energiezufuhr vom Nichtleiter zum Leiter wird. Und Silizium ist aber der günstigere Halbleiter, weswegen wir diesen häufiger in irgendwelchen Geräten finden. Die Halbleiter sind für unseren Transistor ganz essentiell wichtig, aber dazu kommen wir gleich noch. Um die Leitfähigkeit eines Halbleiters etwas zu verbessern, gibt es einen Trick, den man Dotierung nennt. Bei der Dotierung wird einem reinen Stoff, wie zum Beispiel Silizium, ein weiterer Stoff hinzugefügt und ein Verbundstoff erzeugt, der dafür sorgt, dass die Leitfähigkeit ein bisschen besser ist. Wer in Chemie ein bisschen besser aufgepasst hat als ich und das Periodensystem ordentlich lesen kann, der weiß, dass Silizium zum Beispiel vierwertig ist. Das bedeutet, auf dem Valenzband befinden sich vier Elektronen. Haben wir jetzt also reines Silizium, dann besteht dies aus einem Gitter von vierwertigen Siliziumatomen, die vierwertig sind und dadurch halt vier Bindungselektronen haben, die sich halt miteinander verbinden. Ich bin echt schlecht darin, Chemie zu erklären. Das ist einfach nicht mein Fachgebiet. Fügen wir diesem Siliziumgitter jetzt hin und wieder Phosphorteilchen hinzu. Phosphor ist ein fünfwertiges Element. Dann haben wir diverse Valenzelektronen übrig. Diese können sich nicht binden, weil eben fünfwertig ist. Ne? Vier können sich binden, eins bleibt übrig. Das Ergebnis ist, dass wir jetzt einen dotierten Halbleiter haben, der überschüssige Valenzelektronen hat und dadurch negativ dotiert ist. Wir sprechen von N-Dotierung. Das gleiche kann man aber auch andersrum positiv machen, indem man kein fünfwertiges Element hinzufügt, sondern ein nur dreiwertiges Element, zum Beispiel Bor. In dem Gitter dieses dotierten Halbleiters haben wir dann immer Platz für ein Bindungselektron. Es ist quasi immer eine kleine Lücke, ein Loch. Es ist quasi ein Elektron zu wenig. Wir sprechen in diesem Fall dann von einer positiven Dotierung, also einer P-Dotierung. Sehr schön, jetzt haben wir dotierte Halbleiter, aber was bringt uns das jetzt eigentlich? Die dotierten Halbleiter ermöglichen uns einen Trick. Und zwar, wenn wir einen N-dotierten Halbleiter und einen P-dotierten Halbleiter zusammenfügen, erhalten wir eine Diode. Naja, schauen wir uns mal an, was da passiert. Wenn ein p-dotierter Halbleiter und ein n-dotierter Halbleiter zusammengefügt werden, dann können die überschüssigen Valenzelektronen des n-dotierten Halbleiter sich mit den Löchern oder mit den Lücken aus dem p-dotierten Halbleiter verbinden. Wenn man einen p-dotierten und einen n-dotierten Halbleiter zusammenfügt, dann kann ohne weitere Energiezufuhr sich diese überschüssigen Valenzelektronen des n-dotierten Halbleiters in die Löcher des p-dotierten Halbleiters setzen und bilden somit eine Sperrschicht, eine Ionenbindung. Das Ganze ist quasi ein elektronisches Feld, was den Stromfluss mindert. Die ganzen überschüssigen Elektronen aus dem n-dotierten Halbleiter werden quasi zu dem p-dotierten Halbleiter hingezogen und bilden somit eine Sperrschicht, wo kein Stromfluss möglich ist.
Interessant wird es aber erst, wenn man an die beiden Enden der Diode eine Stromspannung anlegt. Legt man an das n-dotierte Ende eine positive Spannung und an das p-dotierte Ende eine negative Spannung an, dann verbreitert sich die Sperrschicht und es entsteht kein Stromfluss. Legt man die Spannung jedoch andersrum in Flussrichtung an, sprich an das n-dotierte Ende eine negative Spannung und an das p-dotierte Ende eine positive Spannung, dann kann der Strom fließen. Die Diode ermöglicht also nur einen Stromfluss in eine Richtung, nicht in die andere Richtung. Und das haben wir dank den dotierten Halbleitern geschafft. Kommen wir nun endlich zum Transistor. Der Transistor ist nämlich eine Erweiterung der Diode. Dabei müssen wir unterscheiden, ob wir einen bipolaren Transistor oder einen Fe-Transistor haben. Schauen wir uns erstmal den bipolaren Transistor an. Der bipolare Transistor besteht im Endeffekt aus einem Zusammenschluss aus drei dotierten Halbleitern. Es gibt den NPN-Transistor und den PNP-Transistor. Ist klar. Die äußeren Schichten eines Transistors werden Kollektor und Emitter genannt und sind immer gleich dotiert. Bei einem klassischen NPN-Transistor sind die natürlich N-dotiert. Dazwischen gibt es die Basis dann entsprechend anders dotiert. Schauen wir uns nun mal die Funktionsweise eines klassischen NPN-Transistors an. Wenn an der p-dotierten Basis keine Spannung angelegt ist, entsteht eine Sperrschicht sowohl zwischen Basis und Kollektor als auch zwischen Basis und Emitter. Wir haben also zwei Sperrschichten und ein Stromfluss zwischen Kollektor und Emitter ist nicht möglich. Legt man nun eine positive Spannung an der Basis des Transistors an, dann wird die Sperrschicht zwischen Emitter und Basis immer geringer und ab einer Spannung von 0,7 Volt verschwindet diese ganz. Wird dann die Spannung zwischen Basis und Emitter noch weiter erhöht, kann irgendwann die Basis nicht mehr genügend Elektronen aufnehmen. Sie wird überschwemmt. Die überschüssigen Elektronen wandern dann durch die Sperrschicht zum Kollektor und werden dort von der angelegten Spannung aufgesaugt. Was wir nun dank des Transistors haben, ist so eine Art spannungsgesteuerter Widerstand und dieser ermöglicht uns, eine Gleichspannung entsprechend zu modulieren. Eben genau das, was wir seit Anfang an dieses Videos machen wollten. Neben den beiden Arten von bipolaren Transistoren gibt es aber auch noch FET. FET steht für Feldeffekttransistor. Hier gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Unterarten. Ich erkläre jetzt einfach mal eine, die ich persönlich am verständlichsten finde, und zwar einen selbstsperrenden MOSFET. Diese Transistorart besteht aus einer p-dotierten Halbleiterschicht, in der zwei Kanäle aus n-dotierter Halbleiterschicht eingelassen sind. Die beiden Kanäle werden Source und Drain genannt. Zwischen diesen beiden Kanälen befindet sich eine kleine Isolationsschicht und darüber das Gate. Ohne Stromzufuhr bilden sich Sperrschichten zwischen Drain und Source. Legt man an den Gate eine entsprechende Spannung an, bildet sich ein elektronisches Feld, was wie ein Kanal zwischen Drain und Source fungiert und eben einen Stromfluss ermöglicht. Auch hier bildet sich quasi ein spannungsgesteuerter Widerstand. Aber was bedeuten jetzt nun die unterschiedlichen Klassen bei Verstärkern, wie zum Beispiel Klasse A, Klasse B, Klasse AB, Klasse C und so weiter? Nun, schauen wir uns doch einfach mal die verschiedenen Arten von Verstärkern an. Und beginnen würde ich mit einem einfachen Gegentaktverstärker, dem Klasse B-Verstärker. Ein Klasse B-Verstärker ist, wie bereits erwähnt, ein Gegentaktverstärker. Das bedeutet, es gibt ein Teil des Verstärkers, der nur die positive Halbwelle verstärkt und ein Teil des Verstärkers, der nur die negative Halbwelle verstärkt. Realisiert wird das bei einem Klasse B-Verstärker mit zwei Transistoren, einen NPN und einen PNP-Transistor. Der eine Transistor erhält eine entsprechende positive Gleichspannungsversorgung, der andere eine entsprechende negative Gleichspannungsversorgung. Die Basis unserer Transistoren wird mit unserem Ausgangssignal beschickt und heraus kommt dann die modulierte Gleichspannung eben als Wechselspannung, die ein verstärktes Abbild unserer Eingangsspannung ist. Zumindest im Idealfall.
Was sind die Vor- und Nachteile eines Klasse-B-Verstärkers? Ein Vorteil ist zum Beispiel, wenn keine Spannung an der Basis angelegt ist, dann steuert der Transistor auch nicht durch und wir haben keine hohe Verlustleistung in dem Fall. Zum anderen haben wir auch einen relativ hohen Wirkungsgrad. Das heißt, es wird relativ viel Stromleistung auch entsprechend in Verstärkerleistung umgesetzt. Auf der anderen Seite hingegen benötigen die Transistoren eine entsprechend hohe Spannung bereits auf der Basis, damit sie überhaupt anfangen durchzusteuern und das Signal zu verstärken. Dadurch entsteht natürlich eine relativ hohe Verzerrung im Nulldurchgangsbereich. Das ist nicht so schön, hat also keinen wirklich linearen Verstärkungsgrad. Ganz anders hingegen ist ein Klasse A-Verstärker. Klasse A-Verstärker kommen übrigens in zwei unterschiedlichen Varianten, nämlich als Eintaktverstärker oder auch als Gegentaktverstärker. Schauen wir uns doch mal den Eintaktverstärker von Klasse A an. Der Klasse A Eintaktverstärker besteht nur aus einem einzigen Transistor. Weil auch beim Klasse A Verstärker der Transistor natürlich eine entsprechende Eingangsspannung benötigt, bevor er überhaupt anfängt zu arbeiten, bevor er überhaupt den Stromfluss zwischen Kollektor und Emitter ermöglicht, gibt es beim Klasse A Verstärker eine Vorspannung, eine Gleichspannungsversorgung, die sogenannte Vorspannung, die ungefähr oder sogar ein bisschen mehr als die Hälfte der Betriebsspannung entspricht, also der Hälfte der maximalen Spannung zwischen Kollektor und Ermittler, also dem maximalen Verstärkung sozusagen. Dadurch hat natürlich das Ausgangssignal hinter dem Transistor eine entsprechende Gleichspannungsverschiebung, aber die lässt sich ja relativ einfach wieder beheben. Der Vorteil des Klasse A Eintaktverstärkers liegt auf der Hand. Wir haben hier quasi keinen Nulldurchgangsbereich, der zu irgendwelchen Verzerrungen führen kann. Die Verstärkung ist hier quasi linear. Der Nachteil ist, wir haben hier einen sehr geringen Wirkungsgrad. Wir benötigen sehr viel Stromleistung, um wenig Verstärkung zu bekommen. Und zum anderen haben wir hier natürlich eine hohe Verlustleistung, weil der Transistor ständig durchsteuert, auch wenn keine Eingangsspannung vorliegt, weil wir eben diese entsprechende Vorspannung an der Basis schon haben. Wir verbrauchen hier also enorm viel Strom und es wird enorm viel Wärme erzeugt. Also diese Verstärker, die müssen auch immer speziell gekühlt werden, weil die extrem heiß werden und halt extrem viel Stromleistung verbrauchen. Den Klasse A Verstärker gibt es aber auch als Gegentaktverstärker. Auch hier gibt es dann wieder zwei Transistoren, der eine, der die positive Halbwelle und der andere, der die negative Halbwelle verstärkt. Aber hier ist der Unterschied zu einem Klasse B Verstärker, dass eben auch diese Vorspannung auf die entsprechende Basis gelegt wird. Aber auch hier ist das Problem, dass der Wirkungsgrad relativ gering ist, dass wir eine hohe Verlustleistung haben, dass der Transistor ständig durchsteuert und ständig eben ein hoher Stromfluss ist, der Wärme erzeugt etc. Auch hier ist wie beim Eintaktverstärker der Nulldurchgangsbereich quasi nicht verzerrt. Vorteil des Zweitaktverstärkers gegenüber dem Eintaktverstärkers in der Klasse A ist natürlich, dass die Vorspannung etwas geringer gehalten werden kann und wir somit ein bisschen stromsparender arbeiten können. Eine Kompromisslösung ist die Klasse AB. Wie der Name schon vermuten lässt, ist dies eine Mischung aus Klasse A und Klasse B Verstärker. Bei der Klasse AB handelt es sich ebenfalls um einen Gegentaktverstärker, wobei die Basis auch hier mit einem geringen Vorspannung versorgt wird. Die Vorspannung der jeweiligen Basis, der sogenannte Basisstrom, wird hier von einer Schaltung aus Widerständen und Dioden realisiert, wobei bei höherer Aussteuerung des Eingangssignals ein geringerer Basisstrom zur Verfügung gestellt wird. Auf der einen Seite bewirkt das Verfahren des Klasse AB-Verstärkers, dass wir die Verzerrung, die wir im Nulldurchgangsbereich bei einem Klasse B-Verstärker zum Beispiel hätten, dass diese minimiert wird. Sie ist aber nicht komplett weg. Auf der anderen Seite haben wir hier aber auch eine etwas erhöhte Verlustleistung und eine etwas stärkere
Wärmeentwicklung als beim Klasse B Verstärker, aber bei weitem nicht so stark wie bei einem Klasse A Verstärker. Dann gibt es noch den Klasse C Verstärker, der ist aber für die Audiowelt komplett bedeutungslos, da dieses Verstärkungsverfahren kein lineares Verstärkung zulässt. Der wird im Signaltechnikbereich eingesetzt, aber nicht im Audiobereich. Deswegen lasse ich den hier in dem Video auch einfach weg. Dann gibt es noch ein weiteres sehr interessantes Verstärkungsverfahren, das Klasse D-Verfahren. Wenn man sich im Internet mit Klasse D-Verstärkern beschäftigt, stößt man schnell darauf, dass Klasse D-Verstärker auch als digitale Verstärker bezeichnet werden. Dieser Name tragen sie aber völlig zu Unrecht. Viele denken sogar, dass das D im Klasse D-Verstärker für digital steht. Das ist aber Quatsch. Der Verstärker heißt nur Klasse D, weil das eben nach C der nächstfreie Buchstabe war. Egal, was du im Internet liest, Klasse D-Verstärker sind einfach noch analoge Verstärker. Bei dem Verstärkungsprinzip wird aber schnell deutlich, warum viele Leute denken, es wäre digital. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied, den ich dir jetzt gleich erklären werde. Erstmal müssen wir uns aber anschauen, wie funktioniert denn jetzt eigentlich ein Klasse D-Verstärker. Bei dem Klasse D-Verstärker gibt es einen Oszillator, der eine Dreieckswellenform generiert, also ein Dreieckgenerator. Diese Dreieckswelle besitzt eine Frequenz, die weit außerhalb unseres Hörbereichs liegt, also weit im Ultraschallbereich. Sowohl unser Eingangssignal als auch die Dreieckswelle fließen zusammen in einen Komparator. Der Komparator ist ein elektronisches Bauteil, das der ein oder andere von euch sicherlich noch aus meinem Video zum Delta-Sigma-Wandler kennt. Zur Erinnerung, was macht ein Komparator nochmal? Ein Komparator vergleicht zwei Spannungen miteinander und kann entscheiden, welche der beiden Spannungen höher ist und kann dann einen Maximalwert ausgeben an Spannung oder einen Minimalwert an Spannung, also einen Maximalwert einer negativen Spannung zum Beispiel. Ja, und genau das tut auch der Komparator unseres Klasse D-Verstärkers. Er vergleicht die Eingangsspannung von unserem Eingangssignal und mit der Spannung von unserer Dreieckswellenform. Ja, und das Ergebnis ist natürlich eine Pulswelle mit unterschiedlicher Pulsweite. Wir haben also eine Pulsweitenmodulation durchgeführt. Und wenn man sich jetzt mal eine Grafik von dieser Pulsweitenmodulation anschaut, dann versteht man, warum viele Leute denken, dass das ein digitales Signal ist. Denn wenn wir ein analoges Signal digitalisieren, dann haben wir auch eine Pulswelle, die in ihrer Pulsweite moduliert ist. Wir sprechen da ja von einer Pulse-Code-Modulation. Ich behaupte jetzt aber, dass das immer noch ein analoges Signal ist. Wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt in der Quantisierung. Wenn ich ein analoges Signal digitalisiere, dann muss ich es quantisieren, also auf fixe Werte bringen, die entsprechend ein digitaler Komponent auslesen kann. Hier haben wir jetzt zwar auch zwei quantisierte Werte, nämlich zum einen die höchstmögliche positive Spannung und zum anderen die höchstmögliche negative Spannung, aber wir haben keine zeitliche Quantisierung. Das bedeutet, die Pulsweiten sind nicht quantisiert. Es sind theoretisch unendlich viele verschiedene Möglichkeiten der Pulsweite möglich. Kann man das so sagen? Tja, und wie erhalten wir jetzt aus unserem pulsweiten modulierten Signal unser verstärktes Audiosignal zurück? Das Witzige ist, unser pulsweiten moduliertes Signal ist ja jetzt bereits schon verstärkt. Und das wirklich Interessante an dieser Pulswelle ist, wenn wir mit einem entsprechenden Tiefpassfilter die ganzen Obertöne, die sich im Ultraschallbereich bewegen, herausfiltern, dann erhalten wir wieder unser Nutzsignal. Nur dieses Mal verstärkt. Ich persönlich finde, das ist eine echt witzige Verfahrensweise, um Audiosignale zu verstärken. Außerdem sind diese Bauteile relativ billig, das ist sehr einfach zu realisieren und dieser Verstärker hat einen enorm hohen Wirkungsgrad. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Klasse D-Verstärker leider auch einen relativ hohen Clear-Faktor haben und deswegen für professionelle Audioanwendungen nicht ganz so geeignet sind. Dann gibt es noch die Verstärkerklassen E und F. Dabei handelt es sich aber um Verstärker, die ebenfalls mit diesem Pulsweitenmodulationsverfahren arbeiten, wie das auch der Klasse D-Verstärker tut.
Allerdings sind die ein bisschen anders und sind für Audioanwendungen überhaupt nicht zu gebrauchen. Die sind überhaupt nicht linear, die kommen nur in der Signaltechnik vor. Die letzten mir bekannten Verstärkerklassen sind G und H. Dabei handelt es sich quasi um abgeänderte Klasse AB-Verstärker, die mit mehreren Transistoren arbeiten, die unterschiedlichen Basisstrom erhalten und unterschiedlichen Spannungsbereichen arbeiten. Das heißt, es gibt dann einen Transistor, der irgendwie nur die Pegelspitzen verstärkt, ein anderer Transistor, der eben den mittleren Bereich zum Beispiel regelt und ein anderer Transistor, der sich halt um diesen Nulldurchgangsbereich kümmert, und mit diesen Schaltungen wird dann halt versucht, die ja, negativen Eigenschaften, die ein Klasse AB-Verstärker hat, noch weiter zu minimieren. Das brauche ich jetzt aber in diesem Video nicht im ganzen Detail zu erklären. Ich denke, das würde auch den Rahmen sprengen. Das Video ist so schon lang genug. Mich würde mal interessieren, was für Verstärker hast du denn? Benutzt du unterschiedliche Klassen von Verstärkern oder ist dir das egal? Was hast du für Erfahrungen mit deinen Verstärkern gesammelt? Und dabei ist es jetzt egal, ob es irgendwie ein Mikrofonvorverstärker ist oder eine Endstufe für die Lautsprecher. Schreib mir deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Dann war es das an dieser Stelle mit dem heutigen Video. Ich habe mich gefreut, dass ich mal wieder ein Bluser-Studio-Erklärt-Video machen konnte. Ich habe auch schon zwei weitere Themen in petto, die ich aktuell ausarbeite, wo in absehbarer Zukunft dann weitere Videos erscheinen werden hier auf diesem Kanal. Die werden auch sehr interessant sein, deswegen solltest du den Kanal abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Jetzt gibt es noch ein paar Videovorschläge hier drumherum. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.